Ja, Wolfgang Niersbach, man hat fast den Eindruck, Sie haben mitgespielt heute. Wie geht's Ihnen denn? Ja, also die Nerven da zusammenzahlen bei der letzten Aktion noch, wo der Manuel Neuer nur mit einer Faust dieses 1-0 hält. Also ich bin natürlich überglücklich. Es gab ja so viel aufgeregte Diskussionen im Vorfeld des Spiels, sehr viel Kritik auch. Jetzt titelt wahrscheinlich morgen eine große Zeitung 1-0 für den Volksentscheid, weil die Aufstellung ja tatsächlich verändert wurde. Wie haben Sie die ganze Diskussion überhaupt erlebt? Und wie haben Sie auch vor allem den Bundestrainer in dieser ganzen Diskussion erlebt? Ja, das ist das Wichtigste. Der Bundestrainer ist in der ganzen Situation auch intern sowas von entspannt und locker geblieben und souverän. Das ist nicht gekünstelt, wenn er vor den Medien sagt, ich bin tiefenentspannt. Er war es. Und er war sowas von überzeugt davon, dass die Steigerung zum richtigen Moment kommt. Und viel wichtiger als die Aufstellung ist doch die Einstellung. Und die Mannschaft hat eine super Einstellung. Das hat sie heute wieder gezeigt. Wenn ich es richtig weiß, sind wir mit dem Sieg heute sogar jetzt Erster in der Weltrangliste. Ist zwar nur eine Nebenbemerkung, aber dann muss man sich immer mal überlegen, auf welchem Niveau diese aufgeregte Diskussion geführt wird. Wir sind zum vierten Mal hintereinander jetzt wieder unter den letzten vier bei einer Weltmeisterschaft. Also und weiterhin ist alles möglich. Ich kann nur wiederholen, dass ich für den DFB, für mich selbst total happy bin. Sie haben mir natürlich den Ball zugespielt. Erster der Weltrangliste, das kann ja eigentlich nur heißen, tja, da bleibt nur noch ein Ziel übrig jetzt. Ja, ich will die Weltrangliste nicht jetzt überstrapazieren. Sie sind optimistischer Rheinländer. Ja, aber nochmal, es spricht doch für diese Truppe und für diesen Trainer. Wir haben jetzt 31 Pflichtspiele hintereinander gemacht. Darf ich Sie mal fragen, wie viele wir da gewonnen haben? Wissen Sie das? Sehr, sehr viele auf jeden Fall. 28. Zwei Unentschieden, das war der 4-4 gegen Schweden, das 2-2 gegen Ghana und eine Niederlage, das war das Halbfinale gegen Italien. Also diese Beständigkeit auch und dann hier bei diesem Turnier, auf diesem hohen Niveau mit den ganzen Rahmenbedingungen, die Fliegerei hin und her, du wirst von einer Klimaanlage in die nächste gescheucht, wie die Truppe hier, wie der Zusammenhalt ist, wie sie damit umgeht, das macht einfach Spaß und diese Weltmeisterschaft, sage ich heute schon, ist für den DFB, für den deutschen Fußball wieder ein Erfolg. Vielen Dank, Wolfgang Niersbach. Dann hoffe ich, dass Sie jetzt den Rest der WM nur noch genießen können. Ja, hoffe ich mit Ihnen. Dankeschön. Alles klar.